Moin. Moin. Ich möchte mit einem ganz alten Wort anfangen. Das heißt Deus Mare Friso Littora Fecit. Was ist das? Die alten Römer haben das erkannt. Die haben gesagt, Gott schuf das Meer, der Friese die Küsten. Genau so ist das. Die alten Römer, die haben das ziemlich weise erkannt. Das ist verdammt lang her. Aber dieses Wissen ist anscheinend bei uns verloren gegangen, bei diesen ganzen auswärtigen Menschen und Leuten, die jetzt hier und heute in unsere Heimat hineinregieren und reglementieren wollen nach ihrem Gutdünken. Aber diese auswärtigen Menschen, die haben das nicht so schön und wertvoll gemacht, sondern es waren wir, die Friesen hier, in vielen Jahrhunderten sorgsam und klug und mit viel Arbeit haben wir ein einmaliges Land geschaffen hier hinter den Deichen und die Inseln. Und alles haben wir immer wieder verteidigt gegen die wilde See und die vielen politischen Kräfte, die uns hier das Regiment in unserer Heimat streitig machen wollten. Es ist doch eigentlich quasi schon in unseren Genen drin und in vielen friesischen Köpfen steckt es immer noch, wenn wir sagen, lieber tot als Slav. Genau so ist das. In dieser jetzt aktuell brenzlichen Situation stehen wir hier zusammen, so unterschiedlich von Herkunft, sozialem Status und politischen Ansichten. Wie ist das möglich? Ist das was Besonderes? Ja, wir sind nämlich was Besonderes. Und jetzt vereint uns eine große Sorge, nämlich die Sorge um unsere Menschen, unsere Kinder, Tiere, alle an dieser Küste. Denn sie haben die Wölfe losgelassen hier bei uns und es werden immer mehr. Der Wolf ist ein wunderschönes Tier mit einer sinnvollen Funktion in großen Ökosystemen, aber doch nicht hier in unserer Kulturlandschaft. Liebe grüne Naturexperten von außerhalb, was für Experten seid ihr denn eigentlich? Eure grüne NABU-Strategie ist doch schon lange durchschaubar. Stück für Stück wollt ihr unser Land an der Küste unter eure Kontrolle bringen. Fast alles, was ihr macht, wird doch gegen den Willen der meisten Einheimischen vor Ort durchgedrückt. Landwirt für Landwirt wird zur Aufgabe genötigt, weil ihr eure Naturschutzgebiete bei uns vermehren und vergrößern wollt. Und immer mehr und immer größer werden die Zonen in unserer Heimat, die kein Ostfriese mehr betreten darf, weil ihr da das Sagen habt, ihr Auswärtigen. Unser friesischer Naturschutzverband ist aber sicher, dass ihr Auswärtigen, ihr selber seid hier der größte Fehler in unserem System. Aus jedem eurer neu eingerichteten Naturschutzgebiete ziehen doch die wertgebenden Arten gleich als erstes aus und retten sich auf die letzten landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da finden wir die Kiebitze. Wir finden die Kiebitze nicht in den Naturschutzgebieten, überhaupt nicht. Denn nur aufstauen, vernässen und versumpfen lassen ist nämlich überhaupt nicht das, was unsere bedrohten Wiesenvögel brauchen. Unsere Wiesenvögel, die brauchen nämlich Weidehaltung, Rinder, Kühe, Schafe, die das Land kahl halten, die Fliegen anziehen und jeder Kuhfladen ist ein Mikrobiotop. Das weiß hier bei uns eigentlich noch jedes Kind. Aber ihr vom NABU und ihr Grünen, ihr wisst das irgendwie nicht so richtig. Genauso wie ihr überhaupt nicht wisst, dass zum Beispiel in den Jauchegräben neben den Misthaufen das meiste üppige Leben erblüht. Jede Menge Frösche, Stiekelstacken und noch viel mehr Flora und Fauna. Wisst ihr überhaupt nichts von? Naja, kürzlich habt ihr selber so eine Einleitung gemacht am Tedinger Vorwerk. Habt ihr vielleicht gemerkt,
Ihr habt ja dann die Exkremente eurer Tiere direkt eingeleitet in den Entwässerungsgraben zum Trinkwasserschutzgebiet. Das muss wohl Schlamperei oder eine Studie gewesen sein. Wir müssen das untersuchen. Es gibt noch eine ganz, ganz andere Studie, die ist ganz brenzlig und wenig bekannt und wird unter den Tisch gekehrt. Nämlich, es findet im Heiligen Nationalpark Wattenmeer findet im Moment ein ziemlich dramatischer Artenrückgang statt. Da wird ganz wenig drüber redet. Wie kommt das? Es ist untersucht worden über 30 Jahre lang von der Uni Oldenburg zusammen mit einem Wasserinstitut aus Wilhelmshaven. Was haben sie festgestellt? Sie haben festgestellt, dass zu wenige landwirtschaftliche Abwässer und Einleitungen das Wattenmeer erreichen und da die ganze Flora und Fauna zurückgeht. Und wir haben ein großes Artensterben im Watt, weil zu wenig hineinkommt. Aber da reden die lieber nicht drüber. Das ist irgendwie, passt das nicht so richtig in die Ideologie, überhaupt nicht. Der Seehundbestand dort im Wattenmeer ist explodiert. Aber die paar friesischen Krabbenkutter sind eine Gefahr. Das ist doch zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Also, die Weidehaltung war und ist ja ein Teil der friesischen Kultur seit jeher. Wir haben unsere Weiden, unser Deichvorland und die Helle auf den Inseln immer super in Schuss gehalten und lebten zumeist in Harmonie mit den Tieren, bis ihr hier angefangen habt. Nun müssen wir eure Weidetierhaltung noch mal kurz betrachten, weil ihr ja unsere auch immer so kritisch beguckt. Also ihr importiert auf unsere friesischen Flächen wilde Auerochsen und ägyptische Wasserbüffel, weil das ja angeblich so super öko ist und so wunderbar an unsere Küsten passt, das mit diesen ausländischen Arten. Ja, und eure Kälber, die lasst ihr schon mal verloren da liegen, zum Sterben im Dreck. Und sie quälen sich auf den dreckigen Flächen und niemand war da, der ihnen hilft. Und das war nicht das erste Mal. Ich meine, das ist ein Hammer für so einen angeblich vorbildlichen Naturschutzverein NABU mit über 60 Millionen Einnahmen pro Jahr. Ihr solltet Kälberpatenschaften verkaufen anstatt Wolfspatenschaften. Vielleicht wird das was nützen. So, ihr supergrünen Experten, und ihr wollt nun wissen und mehr über den Wolf wissen. Ihr wollt nun mehr wissen, wie das hier läuft mit dem Wolf bei uns. Das kann es ja wohl nicht sein. Die Wölfe werden immer mehr und sie bedrohen uns. Und ein Friese lebt nicht hinter Schutzzäunen und Gittern. Und die Leute, die diese Wolfsvermehrung und Lenkung zu uns möglich gemacht haben, das sind die Deppen und die Tierquäler und nicht wir. Wir sind nämlich die Friesen, die zusammen mit ihren Freunden an der Nordseeküste das Meer gestaltet haben, zusammen mit Gott und dem Meer. Und wir sind eine anerkannte Minderheit und wir leben gerne hier. Die Bundesrepublik Deutschland, die hat sich vor der EU verpflichtet, unsere Kultur und Traditionen zu schützen. Und das fordern wir ein. Traurigerweise, ganz traurigerweise, fehlen hier zwei Organisationen, die helfen können. Und das ist schade. Das ist erstens die traurige SPD, die war mal eine Volkspartei und hat aber jetzt für Ostfriesen in Not niemanden mehr, der hier zu uns sprechen will. Wir haben intensiv gefragt, keiner will uns mit uns reden. Herr Wiat Siebels meinte, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, wir sollten das Ganze nicht so aufbauschen. Und zweitens muss ich auch leider sagen, unsere ostfriesische Landschaft. Sie hält sich aus allem raus. Sie müsste doch unsere Kultur ganz vorne verteidigen, oder?
Also müssen wir das machen vom Friesischen Verband für Naturschutz und dieses übernehmen für die ganzen Sprachlosen. Wir bringen es noch mal auf den Punkt. Die Wölfe sollen unsere friesische Freiheit nicht fressen. Die Menschen hier an der Küste fordern von den Regierenden, die Gesetze zu verschaffen oder so zu verändern, sodass es anschließend die Einrichtung einer Weidekulturlandschaft wolfsfrei mit sicheren Deichen durchgeführt werden kann. Wir wollen wieder angstfrei leben. Die Wölfe gehören hinter den Zaun und nicht wir. Mein Name ist Dr. Hans-Jörg Heeren. Ich vertrete den Friesischen Verband für Naturschutz. Die Nationalfarben unserer Heimat, die sind schwarz, rot und blau. Grün kommt darin nicht vor, wie vorausschauend von unseren Vorfahren. Zum Schluss sage ich noch, realer freier Freisenar. Und das heißt, gebt nicht auf, leistet Widerstand, kämpft für eure Freiheit und das Leben eurer Tiere. Nicht wiegen, Stornastidigen!